Herr Hofreiter, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Tagesgespräch bei Phoenix. Wir wollen reden über die Themen terroristische Bedrohung, Integration, Zuwanderung, alles, was im Moment diskutiert wird. Am Dienstagabend gab es vor dem Brandenburger Tor die große Kundgebung, initiiert vom Zentralrat der Muslime. Der Bundespräsident war dabei, Bundesregierung, auch alle Parteien. Was war für Sie die entscheidende Botschaft dieser Veranstaltung? Für mich war die entscheidende Botschaft dieser Veranstaltung, dass alle Menschen, egal ob sie jetzt muslimischen Glaubens sind, ob sie jüdischen Glaubens sind, ob sie christlichen Glaubens sind oder ob sie ungläubig sind oder zweifelnde Agnostiker, zu unserer Gesellschaft gehören, wenn sie unsere Werte teilen und diese Werte der Demokratie, des Rechtsstaates, die Werte der Aufklärung, die Werte des Humanismus. Jetzt teilen diese Werte eben leider nicht alle. Die terroristische Bedrohung ist bekannt. Wir haben es in Paris gesehen. Wie sehen Sie, wie sieht die Grüne Fraktion die Gefährdungslage? Die Gefährdungslage, sagen unsere Sicherheitsbehörden, ist immer eine sogenannte abstrakte in Deutschland. Man kann es oft sehr, sehr schwer beurteilen, aber es ist eine Gefährdungslage vorhanden. Wir wissen, dass Hunderte von Islamisten nach Syrien und nach Irak ausgereist sind, um dort zum Teil schreckliche Verbrechen zu begehen. Ein Teil kehrt zurück. Deshalb brauchen wir letztendlich eine gute Ausstattung unserer Sicherheitsbehörden. Deshalb sind wir auch schon seit längerem der Meinung, dass diese Sparorgien, die es zum Teil bei der Bundespolizei gibt, beendet werden müssen. Das heißt, die Polizei muss vernünftig ausgestattet werden. Aber natürlich brauchen wir gesellschaftlich auch eine ganze Reihe von Maßnahmen. Wir brauchen eine vernünftige Prävention. Man muss sich durchaus fragen, warum so viele junge Menschen Dschihad als etwas empfinden, was für Sie positiv besetzt ist. Gehen wir es im Einzelnen mal durch. Ihre Worte, was die Ausstattung der Polizei angeht, wird ja bei Polizeigewerkschaft und Gewerkschaft der Polizei auf offene Ohren stoßen. Was sind Ihre Forderungen da genau? Unsere Forderungen sind da genau, wie sie bereits im Haushaltsverfahren waren, dass es im Kern mehr Personal gibt, mehr Personal. Das betrifft nicht nur den Bereich, jetzt, um den wir direkt sprechen. Allein wenn Sie an die Problematik der Kinderpornografie denken, die Keller des BKAs stehen voll mit Computern und Festplatten, in denen nur sehr, sehr zeitverzögert ausgewertet werden kann wegen Personalmangel. Wir im Bundestag verabschieden Gesetze. Die Gesetze sind in unseren Augen ausreichend, von kleinen Veränderungen abgesehen. Und die Gesetze sind gut, aber sie sind erstmal nur bedrucktes Papier, solange wir keine Behörden haben, die in der Lage sind, sie auszuführen. Unsere Behörden sind nicht schlecht, aber man hat da zum Teil zu viel gespart in der Vergangenheit. Sie sagen, Gesetze sind gut. Nichtsdestotrotz gibt es Forderungen, Gesetze zu verschärfen, auch neue zu schaffen. Es ist die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung im Gespräch. Es wird beispielsweise auch gesagt, potenziellen Terroristen sollen die Ausweise entzogen werden. Sie sollen quasi Terroristenausweise bekommen. Es soll Reisebeschränkungen auch geben von potenziellen Dschihadisten. Wie bewerten Sie diese Diskussion? Bei der Vorratsdatenspeicherung lässt sich einfach schlicht feststellen, Frankreich hat die Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung hat nichts geholfen, bestimmte Anschläge zu verhindern. Man braucht in unseren Augen da, was ich bereits erwähnte, mehr Personal. Dann bei der Frage Ausreisesperren, das teilen wir absolut. Es kann nicht sein, dass man zulässt, dass potenzielle Terroristen nach Syrien und Irak ausreisen können. Deswegen verurteilen wir auch scharf die Abschiebung des Islamisten aus Bayern. Und die Frage sozusagen nach den Ausweisen, da erweist sich immer wieder, dass die Pässe können bereits eingezogen werden, dass die Menschen zum Teil völlig ohne Ausweise reisen. Da braucht es vernünftige Grenzkontrollen. Und diese vernünftigen Grenzkontrollen sind wieder eine Frage des Personals. Jetzt kommen wir trotzdem noch mal kurz auf die Vorratsdatenspeicherung, denn die Argumentation beispielsweise aus der Union ist ja auch, klar, kann möglicherweise Anschläge nicht verhindern, aber wenn wir diese Daten haben, können wir doch sehr viel schneller schauen, gibt es Hintermänner, gibt es möglicherweise eine Organisation dahinter, gibt es, oder wo haben die beispielsweise ihre Waffen her? Wäre das nicht trotzdem auch ein Ansatz, um dann noch ein bisschen prophylaktischer agieren zu können? Man muss sich immer klar machen, es geht um die Balance letztendlich zwischen Freiheit letztendlich und Sicherheit. Herr de Maizière hat selbst gesagt, wir können Anschläge nie hundertprozentig verhindern. Wir müssen vieles dafür tun, aber es wäre eben genau ein Fehler, wenn wir auf die Anschläge so reagieren würden, dass wir unsere Freiheit, dass wir unsere Werte und das, was unsere demokratische offene Gesellschaft ausmacht, zu sehr einschränken. Wenn wir den Fehler, der nach 9/11 begangen worden ist, jetzt wiederholen würden, dass man zu sehr sozusagen die offene Gesellschaft unter Druck gesetzt hat. Deshalb, wir sind der Meinung,
Die Vorratsdatenspeicherung wäre ein zu hoher Preis, den man bezahlen müsste für einen vielleicht in unseren Augen noch nicht mal vorhandenen, vielleicht Sicherheitsgewinn. Alles nachvollziehbar, was Sie beschreiben. Müssen wir trotzdem nicht einen gesonderten Blick werfen auf potenzielle Dschihadisten? Muss man diese Gruppierung, also junge, gewaltbereite Männer, die möglicherweise auch, man weiß es ja nicht, vielleicht sogar in Moscheen fanatisiert werden zusätzlich, muss man diesen Bereich nicht noch ein bisschen genauer in Augenschein nehmen? Doch, diesen Bereich muss man auf alle Fälle genauer in Augenschein nehmen. Wir müssen uns auf alle Fälle überlegen, wie schaut es mit der Prävention aus? Man muss sich überlegen, wie gelingt es in Zusammenarbeit mit der islamischen Religionsgemeinschaften dafür zu sorgen, dass es keine Radikalisierung stattfindet. Was können wir tun, um zu verhindern, dass junge, es sind fast ausschließlich junge Männer, sich radikalisieren innerhalb von Deutschland, um dann zum Kämpfen oder Sterben nach Syrien und Irak gehen oder hierher zurückkommen und verbrecherische Anschläge auf die offene Gesellschaft begehen. Letzte Frage, wie wollen Sie als Grüne mit der Pegida-Bewegung umgehen? Wir wissen, dass Sie auf den Gegendemonstrationen gewesen sind, aber gibt es nicht da auch unter denen, die da demonstrieren, montags vor allem in Dresden, vielleicht auch ein paar, mit denen man einfach mal ins Gespräch kommen muss? Die Menschen, es heißt ja immer, man soll die Sorgen dieser Pegida-Demonstranten ernst nehmen. Ich bin nicht der Meinung, die Menschen müssen sich selbst ernst nehmen. Es sind erwachsene, mündige Bürger und wer solche Parolen schreit und hinter solchen Parolen herläuft, nimmt sich selbst nicht ernst. Wer in Dresden gegen die Islamisierung des Abendlands demonstriert, sollte sich einfach mal ein paar Sekunden Zeit nehmen, ein paar Statistiken lesen, überlegen, wo er hinterher rennt. Wer in Dresden Lügenpresse schreit und gleichzeitig um die getöteten Redakteure und Karikaturisten trauert, der sollte sich überlegen, welches Ausmaß an Heuchelei er begeht. Die Menschen müssen sich erstmal selbst ernst nehmen. Sie sind keine kleinen Kinder, sie sind erwachsene Bürger. Und erwachsene Bürger haben ein Mindestmaß sozusagen an sich selbst Anspruch, Argumente ernst zu nehmen. Und wenn sie sich selbst ernst nehmen, dann debattieren wir gerne mit ihnen. Herr Hofreiter, vielen Dank für das Gespräch.